Und? Wie hat dir die waghalsige Rettung in letzter Sekunde gefallen? Willst du ein Kompliment hören, Tony? Wir treffen uns auf dem Kommandodeck. Wir haben ein kleines Zeitfenster für den nächsten Schritt, solange AIM sich erholt. Ja, ja, Höflichkeiten später. Verstanden. Wir sammeln hier mal ein, was einzusammeln ist. Es ist Jahre her. Ich werde dich einfach nicht los, was? Hallo, meine Lieben. Habt ihr mich vermisst? Wer will ich heute sein? Okay, umziehen können wir uns hier nicht. Gut. Dann würde ich sagen, schauen wir noch mal, ob wir bessere Rüstung haben. Sieht ganz so aus. Aber die hat keine Vorteile und hier haben wir ja leichte Combo-Finisher, Schadensbuff. Gut, okay. 14,5% Chance, dass Fernkampf-Power-Angriffe den Schadensbuff gewähren, der den Schaden erhöht, solange aktiv Fähigkeit Fernkampf-Power-Angriff erforderlich. Nehmen wir. So. Hier haben wir jetzt 22. Legen wir ganz klar an. Logisch. Und hier haben wir nichts. Gut. Bei Artefakte jetzt irgendwas. Nee, wir haben hier nichts, was wir ausrüsten können, ne? Das ist ja alles Kamala. Gut. Gut, gut. Kraft 19. Fähigkeiten. Haben wir 2 Punkte. Drücke nach dem Ausweichen F, um einen Stockschlag mit großer Reichweite auszuführen. Das ist nice. Da können wir gepanzerte Gegner dann umso schneller verletzen. Gut, was haben wir denn hier? Ne, wir nehmen das erstmal. Powerseil. Nice. Wir schauen jetzt erstmal. Wie sieht's aus? Etwas höher. Roger. Okay. Noch ein Stück? Ruhig halten. Salutieren sogar für, vor mir, also vor Black Widow. Also gut, dann mal zurück aufs Kommandodeck. Ein neuer Gürtel, da schauen wir doch gleich nochmal. Stufe 18, nice. Stillgestanden. Okay, Tony. Mit Tony. Wir müssen der Welt zeigen, was AIM vorhat. Und ich habe die perfekte Gelegenheit dazu. Das AIM-Erlebnis in Manhattan. Die Vorstellung von Tarltons neuen Adaptoids. Alle Networks werden da sein. Ich denke, das wäre der perfekte Ort, dass ein paar Dutzend Inhumans plötzlich wieder auftauchen. Wir müssen aber vorsichtig sein. AIM wird die Wahrheit begraben und lieber alle Gefangenen töten, als aufzufliegen. Wir brauchen die Position des Labors, um es abzuriegeln. Ein Glück, dass du Tartens Stellvertreterin geschnappt hast. Wenn jemand sie zum Reden bringt, dann Bruce. Er hat sich bereits freiwillig gemeldet. Nicht schlecht, Tony. Dann runter zum Verhörraum. Ich sage Bruce Bescheid, dass es losgeht. Miss Romanoff, Dr. Pym möchte möglichst bald am Einsatztisch mit Ihnen sprechen. Kommen wir
Status? Ich kann nicht glauben, dass du nicht hier bist. Wir könnten dich wirklich brauchen, Cap. Ja, so ist das dann. Den haben sie ausgeschalten. So, wo wird uns der Weg jetzt hin? Grüße vom Ameisenhügel. Natascha, danke für deine Hilfe im Gefängnis von AIM. Und für alles, was du als Tiny Dancer getan hast. Ich hatte mich schon gefragt, wer unser Schutzengel war. Jederzeit, Hank. Manchmal muss man sich eben die Hände schmutzig machen. Stimmt. Und wie habt ihr die Chimera online und in die Luft gebracht? Ganz ohne Terrigen? Die Chimera hat die gleichen Standardtriebwerke wie ältere Helicarrier. Sie ist praktisch ein Hybridauto. Nur viel cooler. Das hier ist doch nicht bloß ein Dankesanruf, oder, Doktor? Schuldig im Sinne der Anklage. Wir haben deine Daten aus dem Gefängnis analysiert. AIM konnte die meisten Inhumans erfolgreich verlegen. Ich habe das Schiff verfolgt, aber jemand muss sich darum kümmern. Wir werden alles tun, was in unserer Macht steht. Danke. Missionsdaten wurden auf euren Einsatztisch hochgeladen. Pim Ende. Miss Romanoff, willkommen zurück auf der Chimera. Ich habe Infos über die potenziellen AIM-Überläufer, die Sie mir in Ihrer Zeit als Tiny Dancer gemeldet haben. Ich habe eine Position auf dem Einsatztisch markiert, die Sie interessieren dürfte. Danke, Jarvis. Es ist schön, dass du wieder die Missionsdetails für mich verwaltest. Wie in alten Zeiten, so heißt es doch. Neuer Held verfügbar. Black Widow ist jetzt für Einsätze verfügbar und kann im Heldenkader gewählt werden. Die Missionsreihe Die meisterhafte Black Widow ist jetzt verfügbar. Wähle am Einsatztisch die Mission Im Netz der Spinne, um die Missionsreihe zu beginnen. Für das Abschließen der Missionsreihe erhältst du exklusive Ausrüstung und das ikonische Outfit von Black Widow. Gut, ich würde sagen, wir schauen uns erstmal das Einsatzziel an. Gut, scheinbar ist das hier. Was haben wir denn hier Schönes? Arm Training, Iron Man. Arm Training Hulk. Arm Training Miss Marvel. Und Black Widow. Und hier. Arm Herausforderung, virtuelles Trainingsmodul. Schwierigkeit, Herausforderung 2. Gut, ich würde sagen, wir gehen aber erstmal der Mission hier nach. Ich würde sagen, wir nehmen auch Black Widow diesmal als Held. Wir müssen ja alle ein bisschen höher kriegen, ne? Vom Level her. Habe ich jetzt was übersehen? Ziel wird angesteuert. Ach so, das ist ja auf der Chimera. Ah, alles klar, ne? So, Sicherheitscheck. Alle Schilde online. Volle Energie. Alles gesichert. Ach, wir müssen mit Bruce reden. Genießt du die Aussicht?
Nicht genug, um mich von dem abzulenken, was mich unten erwartet. Aber ich bin bereit. Ich muss es wohl sein. Okay, ich bereite jetzt den Verhörraum für dich vor. Wenn du reden willst, benutz den Funk. Danke, Ned. Ich muss nur über einige Dinge nachdenken. Gut, aber denk nicht zu viel nach. Richtig. Oh, hey, Ned. Roy hat ja alle erforderlichen Energiekerne zur Chimera gebracht und ich dachte mir, er könnte bleiben und euch bei der Ausstattung helfen. Wir können einen anderen Aimbot umbauen, der seinen Platz hier im Ameisenhügel einnimmt. Hanken. Wir könnten Ihre Hilfe wirklich gebrauchen. Wir brauchen hierbei wirklich Ihre Hilfe. Gut, das wäre ja auch noch. Gut, ist gerade abgelaufen. Okay, aber ich würde sagen, wir gucken uns halt erstmal jetzt die Hauptquest an, ne? Danke. Darum geht's ja auch hauptsächlich. Hey Ned, ich werde gleich mit Monika reden. Sie wird versuchen, dich zu manipulieren. Das weißt du, oder? Ich kenne Monika gut. Nein, tust du nicht. Es gibt 1000 Monikas. Sie wechselt sie wie Masken, wenn sie muss. Ja. Hör mal, ich sage nur, wenn du mit Erwartungen reingehst, wird sie dich überrumpeln. Gut, hier sind wir im Quartier von Miss Marvel. Hört, hört, hier wird Ware verkauft. Wir gucken uns erstmal nach. Wege sich in Zukunft erneut kreuzen. Die anderen Händler an, wollte ich sagen. Soundcheck. 1, 2, 3, sind wir drauf? Okay? Okay. Moment. Aufregung liegt über New Jersey und dem Heroes Park, während der Countdown bis zum AIM-Erlebnis läuft. Geschäftsführer Dr. George Tarleton hat eine revolutionäre Ankündigung versprochen. Das Unternehmen wird seine neuesten Technologien vorstellen, einschließlich seiner topmodernen Adaptoid-KI. Auch nach 5 Jahren gibt AIM Vollgas. Als jemand, der über das Zeitalter der Helden mit seinen Hoffnungen und Erwartungen berichtet hat, muss ich anmerken, dass das Gefühl heute ähnlich ist. Nur noch inspirierender, weil hier gewöhnlicher menschlicher Einfallsreichtum die technologische Renaissance einläutet, die unser Leben verändern wird. Unfassbar, dass die Nation vor 5 Jahren um eine ihrer strahlenden Städte getrauert hat. Wir sind weit gekommen und es ist aufregend, heute zu leben. Okay, haben wir hier noch einen Händler? Ja, ne? Sichern Sie mir meinen Kaffee und sehen Sie sich mein Angebot an. Ah, okay. Na gut, schön. Aber Sie werden zurückkommen. Sie sind tapfer. Aber sprechen Sie mit mir. Ah, guck mal, hier haben wir noch was. Aufstieg von AIM. Sammelgericht, Units, Units. Ja, ich hatte es auf der Zunge, ne? So, Stufe 24, Stärke 24, Kraft 24, besser gesagt. Gut, hier haben wir das Beste. Und hier auch. Aber Gürtel haben wir jetzt 24. Sehr, sehr gut. Gut, dann schauen wir weiter. Was haben wir hier?
Du siehst aus, als würdest du dich erholen. Das Gefängnis hat mich viel Substanz gekostet, aber bald kann ich wieder kämpfen. Sehr gut. Alle Ausgänge gesichert? Ja, Agent Romanoff. Gut. Öffnen Sie die Luftschleuse für mich. Und danach nur noch für Dr. Banner. Ist das klar? Ja, Ma'am. Leite Luftschleusen-Override-Protokoll ein. Du hast mit Monica gearbeitet. Ziemlich lange. Sie hat sich verändert, oder? Nein, ich glaube nicht, dass sie jemals Gefühle für dich hatte. Aber falls ich mich irre und sie echte Gefühle zeigt, nutze sie aus. Das ist dein Druckmittel. Ich habe deine brutale Offenheit immer geschätzt, Ned. Du schaffst das, Bruce. Nein, du musst es schaffen. Wir müssen die gefangenen Inhumans finden, bevor wir AIM die Party verderben. Wow. Eine interessante Weste. Ich bin hier drüben, wenn Sie mich brauchen. Da werden Träume wahr. Lassen Sie sich ruhig Zeit. Ja, komm, wir nehmen das auf jeden Fall. Ha! Perfekt! Und das hier würde ich auch noch nehmen. Bitte sehr. Dann können wir ja immer noch 2x600 nehmen. 5,2 mehr Gruppierungs-XP für Inhuman Allianz. Ach, das gefällt Ihnen? Wirklich? Na logisch. Ich rufe meine Mom an. Das ist auch nice hier. Aber das können wir uns nicht mehr leisten. Das genauso wenig. Gut, lassen wir es gut sein. Wenn Sie mal wieder ein Gadget brauchen, Gav hat alles. Lassen wir es gut sein. So. Hier können wir uns noch was angucken. Ob da noch Munitionsvorräte sind? Da kommen wir nicht rein. Warum steht der jetzt anders? Wir haben mit dem Ding schöne Campingtrips nach Handy Woods gemacht. Weil wir mehr Platz brauchen hier. Für die Inhumans. So. Scheinbar dort in diese Tür rein, ne? Warte mal, war hier hinten noch eine Kiste? Ist das eine Kiste? Hey da! Ach, die haben wir. Sie mal sehen, was ich alles habe? Haben wir uns geholt. Die ist schon offen. Sind wir jetzt bereit? Ja, ich denke schon. Aber was ist denn hier? Warum? Ach so. Ist die Gefangene sicher? Der Raum wurde für einen Halt gebaut. Sie geht nirgendwo hin. Gut. Übrigens, niemand außer Dr. Banner darf passieren. Verstanden. Sehr gut. Dann verstehen wir uns.
Könnte interessant werden. Sie haben seit den Anhörungen nicht miteinander gesprochen. Schafft er das? Wäre besser. Wenn wir Tartans kleine Party aufmischen, wird er wieder aufräumen. Das AIM-Erlebnis. Wirklich kein guter Name. Naja, wir müssen wissen, wo dieses Labor ist. Hunderte Inhumans stehen auf dem Spiel. Also Tiny Dancer, hä? Lass mich raten, du hättest Rocketman genommen. Ach bitte, ganz kalt. Du bist meine Candle in the Wind. Die Show geht gleich los. Lass mich raten. Ihr plant ein großes Spektakel beim Adeptoid-Start. Die triumphale Rückkehr der Avengers. Freiheitsberaubung und Folter? Macht AIM die Welt so zu einem besseren Ort? Bitte. Ebola, die Pocken, Kinderlähmung wären ohne Laborratten tödlich. Inhumans sind nicht krank, Monika. Du nimmst dir nur ihre Kräfte für deine kleinen Roboter. Roboter mit sehr komplexer KI. Dazu fähig, die effektivste Nutzung ihrer Kräfte zu berechnen. Bei nur minimalen Humanverlusten. Wo ist das Labor, Monika? Du kannst Terrigen nachbauen, klar. Aber das wird katastrophal enden und das weißt du. Du warst am A-Day da und weißt, wenn wir das nochmal machen, werden wir nicht nur die Inhumans gefährden, sondern uns alle. Wenn ich mich recht erinnere, war der A-Day deine Schuld. Verdammt! Wir brauchen einen stabileren Tisch. Tja, einige Dinge ändern sich wohl nie. Du siehst alles als Experiment an, oder? Tatsächlich. Tarleton, Inhumans. Mich. Stell die Erde auf den Kopf, du wirst das Labor nicht finden. Die Adeptoids werden starten, Bruce. Ich habe für die Rettung der Welt Opfer gebracht. Ich gehe rein. Wir müssen das Labor finden. Jarvis? Sensoren melden ankommende AIM-Truppen. Tarleton will seine Komplizin holen. Matt, Quinjet? Kannst du Gedanken lesen? Du kommst mit mir. Okay. Hey, also, du passt auf dich auf, ja? Nur wenn du es auch tust. Kamala, los! AIM darf nicht verhindern, dass wir diese Inhumans der Presse vorstellen. Sie scheint Dr. Pacini zu wollen. Jarvis, behalte unseren... Jarvis, Tür! Jarvis, kannst du die öffnen? Tut mir leid, Sir. AIM sperrt mich aus. Dann also die altmodische Methode. Ach, ja, die Sache ist eskaliert. Ich sag dir was, wenn du überlebst, stelle ich dich vielleicht ein. Das wäre großartig. Sehr gut. Erledige du die wütenden Roboter. Ich hole den fliegenden Metallklumpen runter. Aber gerne. Bruce? Wie sieht's aus mit Zorn und Ärger? Wow. So ist's besser. Nat, kennt ihn auf die bösen Jungs und hau ab! Ich bin schon dran. Tony, wir brauchen Luftunterstützung. Komm sofort hier rauf. Bin gleich da. Jarvis, vergiss die Kanonen. Tarleton wird bald zu dir kommen. Geh zum Kontrollraum, Kleine. Greif alles an, was sich den Energiekern nähert.
Wird gemacht. Miss Khan, Sie sind jetzt im Kontrollraum. Ich bin unterwegs. Bitte beeilen Sie sich. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Wir sind hier schwer beschäftigt. Es liegt an dir, Kleine. Ich weiß, du kriegst das hin. Durchhalten, Jarvis! Ich mach sie platt! Perfektes Timing, Miss Khan. Jemand hackt meine Systeme. Halb zerlegt an den Bugturbinen Tartens Roboter. Aber wir brauchen trotzdem bald Verstärkung. Erledigt so viele wie möglich. Schieße. Schwere Schäden an meinen höheren und unteren Systemen. Bitte, Miss Khan, Hilfe! Durchhalten! Ja. 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 Schon besser! Ja. Okay, wo ist die Party? 3 Uhr. Hab sie! Gib mir Deckung! Wo ist die Kleine? Die Kleine ist im Kontrollraum und macht eben fertig! Wie geht's euch Rentnern? Oh, nett! Das mit den Sprüchen hast du schon ganz gut raus, Kamala! Verdammt! Wo zur Hölle ist Hulk? Er erledigt auf dem Achter den großen Mond von AIM-Truppen. Jarvis? Bist du noch... du? Tut mir leid. Jarvis ist nicht mehr zu Hause, Kamala. Schluss jetzt! Leute, ich hab hier ein Problem! Leute! Deine Freunde werden das erst erfahren, wenn es zu spät ist. Aber ich bin auch noch da! Und so zu enden wie die anderen Inhumans? Nein, danke. Warum nimmst du nicht Monika und verschwindest? Wozu das alles? Was? Die Avengers benutzen dich, Kamala. Spar dir das Gelaber, Mann. Das zieht bei mir nicht. Du bist so naiv. Sei still. Deine neuen Freunde werden dich enttäuschen. Mehr können sie nicht. Im Gegensatz zu dir vertraue ich Bruce und den anderen. Das habe ich auch. Nur einmal. Die Welt wird bald daran erinnert, wer die Avengers wirklich sind. Wovon redest du da?
Was hat gesessen? Mein Gott, die falsche Taste. Komm da mal aus Versehen hoch, ne? Ich habe ein Problem, Kamala. Ich brauche dich auf dem Oberdeck. Sofort! Ich komme! Monika, sie entkommt. Hier live beim AIM-Erlebnis in Manhattan Zeugen der Rückkehr der Avengers. Aber sie greifen anscheinend die Stadt an. Lass die Kamera laufen. Ist es Zufall, dass dieser Angriff genau an dem Tag erfolgt, an dem AIM sein vielversprechendes neues Adaptoid-Programm vorstellen soll? Oh, scheiße. Danke. Ihr solltet wissen, dass ich nicht bester Laune bin. Moment, ist das Tor? Sieht ganz so aus, ne? Thor verfügt über Odins Macht, die ihn vor Schaden bewahrt und seinen Angriffen göttlichen Schockschaden verleiht, solange sie aktiv ist. Halte Q, um sie zu aktivieren. Odins Macht lädt sich auf, wenn sie nicht verwendet wird. Moment, ist das Thor? Ich glaub's nicht. Thor? Wo zum Geier kommst du denn jetzt her? Ich diente den Sterblichen, als es plötzlich Metallteile vom Himmel regnete. Ich bin unfassbar froh, dich zu sehen. Etwas zu dramatisch, findest du nicht? Das spielt keine Rolle. Jetzt ist er hier. Bravo Team auf 6. Der falsche Gott kehrt zurück. Du hast getan, was du tun solltest, Thor. Du hättest vergessen bleiben sollen. Niemals, wenn Sterbliche in Gefahr sind. Wo versteckst du dich, Doktor? Willst du dich nicht stellen? Sieh dich um! Ich bin überall! Hallo. Genau wie früher. Anscheinend hat er mich auch vermisst. AIM-Landungsschiffe im Anflug. Ich sehe sie. Fokus auf die Mechs. Kamala, alles klar? Ja. Nein. Ich komme. Halt, hast du gehört? Was sind das für Dinger? Sie bohren sich ins Deck. Die kommen von Teufeln, damit die Chimera abstürzt. Macht Spaß, oder? Sie sind robust. Das gebe ich zu. AIM-Truppen wollen zum Maschinenraum. Begib dich dahin, Tony. Komm mit, Kleine. Okay.
Darf ich fragen, wer das Kind ist? Erklären wir später. Keine Sorge, sie schafft das. Weiter an Höhe. Thor, kannst du sie mit Wind oben halten? Dann würde das Schiff zerbrechen. Ziel erfasst. Noch so ein Vieh. Wie macht er das? Georgie Boy hat neue Tricks gelernt, seit du weg warst. Navigation ist okay, aber die Triebwerke sind noch tot. Glas halb voll, Ned. Wir sollten uns beeilen, Thor. Gute Nacht. Thor, was ist mit den Mechs? Wir verlieren Energie. Schnell! Moment mal. Das ist Taltons Plan. Wir sind die Terroristen bei dieser AIM-Geschichte. Nicht solange ich da bin. Die Chimera stirbt nicht ab. Nicht nochmal! Drohnen sind unterwegs zum Kommandodeck. Ich hab zu tun, Kleine. Ich mach das. Sicherheitssubsysteme sind wieder online. Es funktioniert. Kannst du alles abriegeln? Ich arbeite bereits daran. Erinnerst du dich, Blondie? Wir waren ein Team. Ich erinnere mich, dass ich Hulks Einsilbigkeit immer noch... Seid brav, oder ich schalte euch beide ab. Oh, ich brauche unbedingt Lebensenergie. Anklage beweist, dass es richtig ist. Wie läuft's mit diesen Max? Sie sind herausragend. Oder vielleicht bist du nur außer Übung.
Tony, beherrsch dich! Einen letzten Trumpf habe ich noch, Avengers. Das Große schaffe ich alleine. Musst du aber nicht, und genau darum geht's. Leute, die Chimera hält nicht mehr lange durch. Sie haben eine Menge Schaden im Maschinenraum angerichtet. Halt! Tu das nicht! Sie haben mir keine Wahl gelassen. Oh, Lebensenergie muss her. Ich denke, Sie kennen sich als Stark. Sehr originell. Stiehlst du als nächstes meine Frisur? Ah, Moment. Drücke 3, um auf einer himmlischen Energieverbindung in eine andere Welt zu reiten, bevor du in einer vernichtenden Lichtflut wieder zurückkehrst. Benutze nach der Abreise WASD, um die Aufprallposition festzulegen, und drücke 2, um zurückzukehren. Der Schaden ist bereits angerichtet, Avengers. Niemand wird in euch je wieder Helden sehen. Okay. Altvater, erhöre mich! Kamala, Tony? Wir wollen die Triebwerke starten, haben aber zu wenig Energie. Keine Zeit mehr, bereit machen zum Aufprall. Hey, Gottes Donners! Bleibt hinter mir! Jetzt! Los! Weiter! Es funktioniert! Habt ihr alle komplett den Verstand verloren? Ah, der verlorene Sohn kehrt zurück. Ihr hättet fast ganz Manhattan vernichtet! Moment, Eure Heiligkeit! Wo warst du denn, als die Welt vor die Hunde ging? Ich habe mich meinen Fehlern gestellt. Anstatt neue zu okay, begehen. Okay. Alle mal tief durchatmen. Wir hatten vor, das AIM-Erlebnis zu stören. Wollten der Welt zeigen, was Tarleton plant. Seine Adeptoids erhalten ihre Kräfte durch die Folter dieser Inhumans. Sie setzen sie fast tödlichen Dosen von dunklem Terrigen aus. Ja, und das ist nur der Anfang. Georgie Boy rüstet sich für einen Krieg. Und was noch schlimmer ist, Kamala, sie hat Beweise dafür, was wirklich mit Steve passiert ist. Hi. Jeder Held muss irgendwo anfangen. Oh, du erinnerst dich an mich? Ja. Zeig mir die Bilder. Jarvis? Können wir dann? Ich habe alles entschlüsselt. Sie können jetzt mehr sehen. George! Wir müssen den Reaktor abschalten. Er zieht uns zu der Wärmesignatur. Ich hab's versucht, aber ich kann den Kristall nicht lösen. Gehen Sie raus und versiegeln Sie die Tür. Was? George, los! Nein. So kann es nicht gewesen sein. Gehen Sie zum Kommandodeck! Was? Evakuieren! Sofort! Nein, Cap, was machst du da? Nein! Was machen Sie da? Hör auf! Nein. Cap hat den Reaktor zerstört. Er hatte bestimmt einen Grund dazu. Welchen denn? Hunderte Menschen wurden infiziert. Es gab Tote, Ned. Ganz ruhig jetzt. Übernimm endlich Verantwortung, Tony. Oh, das ist der Bruce, den ich kenne. Erstmal alle zu Sündenböcken machen. Nicht der richtige Zeitpunkt. Dann ist okay, Ned. Darauf hat er schon seit Golden Acres gewartet, oder nicht? Oder etwa nicht? Es ist unsere Schuld. Unser aller.
Wieso versteht ihr das nicht? Ich verstehe nur, dass du den ganzen Müll wirklich glaubst, den du bei der Anhörung gesagt hast. Ich glaube, dass wir gefährlich sind. Denkst du wirklich, die Welt wäre besser ohne uns? Ja. Ich bin raus hier. Ihr habt euch nicht verändert. Seht sie an. Sie kann nicht geheilt werden. Es gibt keine Heilung. Die Experimente zeigen das. Ich habe ihre DNA immer und immer und immer wieder überprüft. Du und ich haben die perfekte Krankheit geschaffen. Nein! Es ist mein Job. Ich treffe die harten Entscheidungen. Nicht. Ich stehe zu den Leuten, die mich zu dem gemacht haben, was ich bin. Ich warne dich. Was ist denn, Bruce? Wirst du wütend? Das war schon immer dein Problem. Du fliehst vor dir selbst. Vor dem, was du bist. Vielleicht hat Monika dich deshalb ausgetrickst. Ich geb dir doch nur recht, mein Großer. Dieser Banner ist ein Feigling. Hey, pass damit auf. Das ist genau das, was Talos will. Halt dich diesmal raus, Kleine. Wirst du ein Kumpel? Oder einfach nur Bein? Ich hab das ganz voll zu sein! Tja, das war's dann wohl. Ich bin allein. Nicht ganz, Miss Khan. Jarvis, ich nehme an, du kannst dieses Ding in der Luft halten? Für einige Zeit schon, ja. Ach, das beruhigt mich. Alter, was ist denn jetzt? Das ist doch irgendwie alles nicht richtig. Gut, Leute, aber ich würde trotzdem sagen, wir machen an dieser Stelle hier Schluss und in der nächsten Folge von dieser Stelle aus weiter. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Mir hat es wieder ohne Beweis unendlich, gibt es keine Hoffnung. Unendlich viel Spaß gemacht. Aber ich darf nicht aufgeben. Wenn es euch gefallen hat, lasst so mir ein Like da, enden. Ihr wisst das. Kommentiert gerne, abonniert gerne und wenn du zusätzlich das Glöckchen aktivierst, wirst du über jedes neue Video, was ich online stelle, benachrichtigt. Bleibt mir gesund und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, euer Jens.